Fangen wir jetzt wieder an zu filmen? Ja. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei. Moin. BSA, wir haben ja den Ölfehler jetzt gefunden. Der Ölfehler ist aus Dummheit entstanden. Aus Bastel-Euphorie, würde ich mal sagen. Man macht immer doch mal Fehler. Ich habe jetzt eine Nacht darüber geschlafen, dann lag ich im Bett abends noch und habe ich überlegt, Mensch, was kann das denn sein? Und dann habe ich doch hier in meinem BSA-Buch geguckt. Ja, und hier in diesem Buch ist das ja so, das ist ein schönes Buch hier, The Gold Star Book. Ganz tolles, schönes Buch, ist zwar in Englisch, aber macht nichts. Und dann habe ich doch noch mal geguckt, wie rum läuft hier das Öl. Und hier ist es ganz genau beschrieben, ich habe ja den Öltank selber gebaut, aber hier ist es ja genau beschrieben, wie das Öl laufen soll. Und das ist diese kleine Ölleitung, diese hier, die geht ja zu den Kipphebeln, auf Englisch Rockers. Und ich, Blödmann, habe diese Ölleitung nämlich vertauscht. Ich habe dieses T-Stück hier in die Rückleitung gesetzt. Und wie schon das Wort es beschreibt, Rückleitung, da kann ja nichts ankommen. Also muss ich jetzt mich hier quälen und hier diese Ölleitung jetzt vertauschen. Weil ich aber gar keine Lust habe, das ganze Motorrad wieder auseinanderzunehmen, den Öltank auszubauen, werde ich mir jetzt ein bisschen einen abbrechen. Weil ich muss hier unter den Öltank hier die Schläuche abbauen. Und dann denke ich mal, dass oben die Kipphebel wieder Öl kriegen. Ich sag nur, ich will mich dafür nicht entschuldigen. Jeder macht mal Fehler. Selbst ich noch im hohen Alter. Jetzt bastel ich erstmal. So, jetzt muss ich da irgendwie rankommen und diese Ölleitung, ich habe ja so eine zwei Ohrschellen hier genommen und diese zwei Ohrschelle, die muss ich jetzt erstmal töten. Ich hab sie. Da. Hier ein Stück von der zwei Ohrschelle getötet. Da. So, jetzt kommt hier noch Öl raus. Dann müssen wir mal runterstellen. Ja, so, jetzt machen wir das T-Stück zu, damit das Öl hier nicht mehr rausläuft. Ist natürlich wieder ein Unterfangen. Wie soll ich da hinkommen? Einhändig. So, das ist aber erstmal. Das Öl ist gestoppt. So, und jetzt muss diese Ölleitung hier. Jetzt ab. So. Wo ist denn der Schlauch? Da ist er. Kommt das T-Stück dahin, an die Stelle. Komme ich da hin? Ja. Schlauchschere. So. Und da kommt jetzt dieses T-Stück zwischen. Aber ich muss das T-Stück umbauen, weil wir brauchen hier einen dünneren Anschluss für den Schlauch. Jetzt schneide ich das ab und löte den da drauf. Ein bisschen Fusch muss sein. Dann kommt das Glück ja von ganz allein. Ich werde das jetzt hier abschneiden.
Das passt doch gut. Der muss jetzt da ran. Fertig. Ja, da waren ja so ein paar Leute, die haben gefragt, wo es die wunderbare, schöne Messing-Topfbürste gibt für die Flex. Die hat mir ja jemand geschickt. Per Post ist sie hier angekommen. Und da war auch ein Link dabei, wo man die kaufen kann. Aber diesen Link, den habe ich verloren. Der ist weg. Ich weiß selber nicht mehr, wo ich die hier habe. Und vielleicht ist ja jetzt derjenige, der das jetzt noch sieht, der mir den Link geschickt hat. Vielleicht kann er den ja mal in unseren Kommentaren hinschicken. Dann wissen wir ja alle Bescheid. Dann weiß sogar ich wieder Bescheid. Das wäre ganz nett. Denn tolle Sache mit der Topfbürste. Habt ihr ja gesehen. Fahrmaschine, Schutzblech und so weiter. So, weiter geht's. Zu klein. Die wird gehen hier. Und jetzt kommt das T-Stück dahin. So, jetzt mache ich die Ölleitung hier auch nochmal, neue Schelle rauf.
Oh, ich lasse die Leitung noch mal ab, damit ich nachher kontrollieren kann, ob hier Öl kommt, wenn ich ihn laufen lasse. Das baue ich ganz zum Schluss zusammen. So, hier kommt wieder mit Silikon abgedichtet. Moin! Nils! Hani, was schreibst du? Ja, siehst du hier, ich hatte ja mal Löhe mit dem Motorrad gehabt. Ich hörte davon. Ja, da war das Ventil fest hier. Und der hat, über diese Leitung kriegt er ja Öl hier, der Motor. Und ich, Idiot, hab das da unten, wie ich die jetzt restauriert habe, verkehrt angeschlossen. Okay. Also hier muss Silikon rum. Das kannst du mal machen. Da musst du erstmal das alte runter, Mensch. Ja, ja, das wollte ich noch machen. Und dann wollte ich das noch ein bisschen auspusten. Ne? Hast du einen Schaber dafür? Ja. Es geht so, ne? Geht so. So, ich habe ja. Die alte Dichtungsmasse nicht gefunden. Vielleicht weißt du ja, wo du die hingelegt hast. Ich? Ich hatte ja noch so eine und die ist weg. Warum hab ich da was mit zu kriegen? Ja, vielleicht hast du ja hier irgendwo auch mit Dichtungsmasse rumgeschmiert. Das letzte Mal, wo ich mit dieser Dichtungsmasse rumgeschmiert habe. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, das war mit der BSA. Wo wir die Kupplung gemacht haben. Das ist ja aber auch schon ein bisschen länger her. Ja, aber das ist weg. Seitdem ist das weg, ne? Nee, ich habe eben die ganze Zeit gesucht. Und jetzt habe ich mich entschieden, ich nehme jetzt eine neue Kartusche. Ich weiß, das geht dir schwer ab, sowas. Ja, das ist fürchterlich. Jetzt müssen wir extra die neue. Aber kennst du das nicht auch so, dass man, wenn man ganz genau weiß, man hat das und man findet das nicht? Doch, das kenne ich auch, klar. Das ist fürchterlich, finde ich. Also, wenn ich was nicht finde, ne, dann räume ich erstmal auf. So. Ja, willst du hier damit sagen, ich nein, aufgeräumt? Nein, aber das ist, dann findet sich das manchmal so wieder an. Ja, ja, das stimmt. Das wird wahrscheinlich drüben liegen. Nee, wahrscheinlich war ich drüben schon. Ja? Ja, das ist wahrscheinlich nicht da. Ich habe überall gesucht. Und was kriege ich, wenn ich das heute noch finde? Ich habe hier meine Mitarbeiter im Verdacht. Meine Mitarbeiter. Oh Mann. Hast du aber schön gesagt. Ja, nett. Der kommt so dahin. So ist das schön. So sieht das gut aus. So, jetzt muss ich den mal darauf machen. Das sein. Jo, das ist er. Und was gibt's sonst Neues, Andi? Was gibt's Neues? Erzähl mal. Die Sitzbank von der Sammelklasse ist da. Hat die gewisse Person das gemacht? Ja. Gib mir mal deinen Imbusschlüssel, also du kriegst den hier. Den braucht man wahrscheinlich für den hier unter, weil der Rahmen da unter ist, ne? Genau, den habe ich abgesägt, den Imbusschlüssel. Oh. Hast du die alle fest hier? Ja. Ja, ne? Du kontrollier das nochmal bitte. Nein, ich brauche das nicht kontrollieren. So, jetzt musst du deine Seite nochmal machen und dann müsste es eigentlich passen. Gut. Habe ich gesehen, hast du hier schon eine Dichtung vorbereitet für das Loch hier? Ja, aber jetzt kommt erstmal der Tank. Ja, habe ich gesehen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Warum? Weil der Tank hier so dicht dran vorbeigeht. Da muss man aufpassen, dass man den Lack nicht zerkratzt. Oha, und das muss ich wieder machen. Ja. Nee, das mache ich schon. Ja, sehr gut. Du kannst ja deine Hand davor halten. Wo? Da habe ich jetzt hier Gummis hingemacht. Ja. Damit er aufliegt. Und hier sind die. Ja. Genau. Warte mal, ich kann hier ein bisschen auch
Siehst du was? Ja, ist drinne. Auf hinten zumindest. Ja, der muss zu beide zugleich rein. Da. War doch gar nicht schlimm. Nee, nee. Sehr schön. Haben wir das auch. So, und jetzt kommt das hier ran, Nils. Machst du den Gas? Ach nee, jetzt bauen wir erstmal den Lenker ran, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, macht Sinn. Was sagst du mit der Regionalität? Ja, super. Passt ja. Ja, passt super. Soll ich dir mal was sagen? Na? Heute ist der 27. Ja. Und soll ich dir dazu noch mal was sagen? Na, zu dem 27. Ich bin mal gespannt. Heute hat unser Freund Blechjörg Geburtstag. Ach was? Ja. Aber anrufen hat ja keinen Zweck bei ihm. Warum? Er geht ja eh nicht Handy ran. Kaputt oder? Na, Handy kaputt? Ja, weiß ich nicht. Das ist permanent im Toaster, sein Handy. Aber wir können ihn doch jetzt hier zum Geburtstag gratulieren, ja, Andi. Vielleicht freut er sich ja. Was sollen wir denn machen? Jörg, an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch. Ja, von mir auch, Jörg. Lass es krachen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mich. Lass es krachen, genau. Lass dich reichlich beschenken. Ja. Was kriegt ein Blechjörg eigentlich zum Geburtstag? Er hat uns gar nicht eingeladen. Macht er bestimmt noch. Da kommt bestimmt noch eine Einladung. Blechjörg kriegt bestimmt so eine Tafel Blech zum Geburtstag, oder? Nee, eine Tafel Schokolade. Ach so. Ja, wir können ihm doch irgendwie ein kleines Geschenk noch basteln, vielleicht. Du, mal gucken. Was können wir tun? Aber ein Lied wollte ich jetzt nicht singen für Jörg. Nein. Du. Hauptsache, wir haben ihn heute mal erwähnt. Du. Du kannst doch noch für Mundharmonika ein Lied singen oder spielen. Ich kann Mundharmonika spielen. Ja. Das ist immer so dass du hast immer so Talente irgendwie. Versteckte Talente. Ja, wo man gar nicht mit rechnet. Und dann kommst du mit so einem Kram um die Ecke. Mein Talent ist ja auch Schwachsinn zu reden. Das ist, ne, glaube ich, merke jeden Tag. Ne? Das ist einer deiner größten Talente, glaube ich. Oh, guck mal, jetzt ist die Krone wieder dran. Jetzt sieht der Motor wieder richtig schick aus hier. Klasse. Und dann diese schönen Schrauben. Herrlich. Und wenn man jetzt pedant ist, dann müssen die Schrauben alle in eine Richtung stehen. Aber das mache ich nicht. Das ist denn so, das wird zu spießig, glaube ich. Das mache ich nicht. So, jetzt müssen wir den Schub noch einhaken. Hier. So, dann gib mir mal deine neuen Schläuche. Ja, da muss ich mir in Halle 1 in die Schlauchabteilung. Ach so, die gibt es auch schon mittlerweile, wa? Ja. Alles seine Ordnung. Da. Können wir heute auch mal einen Startversuch machen, wa? Ja, auf jeden Fall. Das ist noch nicht richtig verlegt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn das? Nee, aber ist richtig. Nee, weil die soll eigentlich so. Wie soll eigentlich so? Ja. Im gleichen Schwung. Vielleicht mache ich den doch nach unten. Du das? Nee, aber ich muss das mal sehen. Weiß ich noch nicht. So, ich hole mal Sprichschlauch. Gibt das heute Kuchen? Ich habe noch Mandelhörnchen im Kühlschrank. Oh, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Zwei, aber nur für mich und den Kameramann. Was ist das hier wieder gemein? Oh. Oder ich verzichte mal, dann könnt ihr beide doch der Kameramann ein Mandelhörnchen kriegen. Oder wir teilen das gerecht auf. So, Lenker fest. Benzin muss da noch rein, Nils. Ja, du kannst hier mal irgendwann hier anpünöbeln. Auf meiner Seite, ja. Hier ist die Schelle. Danke. Brauchst du noch eine Zange? Ja. Die finde ich eigentlich auch nicht so schön, die Schellen. Aber was soll man machen, ne? Ja, aber hier kleine Schauchschellen, das taugt auch nichts. Nee, die mache ich überhaupt nicht leiden. Nee, das geht gar nicht. Aber die halten gut, finde ich. Ja, ja. Das sieht schön aus. So, haben wir das auch. Ja. Bang, tang. Da muss Benzin rein. Mhm. Warte mal, hier muss noch eine Schraube hin. Du, deine Ölleitung hier, die ist noch nicht fest. Nee, das wollte ich ja zum Schluss machen.
weil du gucken wolltest, ob der Öl kommt. Ob der Öl kommt, ja. Oh, ich sehe einen Manko gerade. Na, was nun denn? Du hast dir keine Mühe gegeben. Hä? Den Schlauch hätte ich noch ein Stück weiter rauf gemacht. Doch. Du, das ging so schwer. Echt? Ja. Da war ich die ganze Zeit schon am Pünnel. Du hast doch Kraft, Nils. Ja, aber es geht nicht. Das nee, das ist nicht so schlimm. Aber das ist doch wieder so, als ob bei jemandem die Unterhose rausguckt. Das muss ganz zusammen. Das ist ein Vergleich, du. Ob ja. der Bein die Unterhose rausguckt. Ja. Oder das Hemd. Oder ich krieg den nicht drauf. Halt mal auf, drück du mal dagegen. Hast du? Ja, man kommt da so schlecht ran. Ne? Ja, das sitzt. Ich krieg das nicht hin. Halt noch mal gegen. Aber du bist ja schon ein Stück weiter gekommen. Ja, denk an die Unterhose. Oh. Lass doch so. Na, wenn dich das nachher nicht stört, also. Mich stört das. Ich so, jetzt nachts, nehmen wir den ab. Ich kann nachts nicht schlafen. Na, mach ihn ab jetzt. So, ich habe die Schnauze voll. Jetzt machen wir den ab. Wieso machst du den ab und den Öl raus? Ja. Mhm. Hättest du aber gleich machen können. Ja, das wusste ich doch vorher nicht, Mensch. Oh. So, den hier runter. Und der schon mal. So, Andi, gib mal ein bisschen Flutschi. Das geht auch mit Bremsen rein, Digga. Machst du ihn nochmal ab jetzt, oder? Du? Geht nicht ab, was? Der geht nicht mehr ab, Alter. Der sitzt. Oh, Mann! So doll, ja. Ja! Den habe ich da richtig mit Gewalt raufgewühlt. Mhm. Das findest du gut, ne? Mhm. Oh, so. Jetzt machst du ein bisschen Bremsereiniger drauf, da rein in den Schlauch. So, und da nochmal was drauf. Und dann flutscht das doch. Jawohl, ja. Guck mal. Gut, ne? Ja. Schön, dass du den Antrieb noch hattest, doch das zu ändern. Ja. Du hast ja auch ein bisschen recht. Ne? Sieht jetzt gleich besser aus. Aber du, die Shell kannst du doch jetzt nicht so dahin machen. Die muss doch hier so und die andere auch. Die kann auch nicht leiden, die Shell. Sieht doof aus. Gut. So. Was war noch? Oh, Sprit hast du gesagt vorhin und das wolltest du hier noch nicht anschrauben, hast du gesagt? Nee, wollte ich nicht. Nee, gut, dann mache ich nochmal Benzin rein. Was kommt hier denn noch an? Hier ist eine lose Schraube. Wo denn? Das hier, was ist da denn? Das ist die Seilzugaufnahme eigentlich für den Ventilaufheber. Hier kommt normalerweise ein Deko hin. Ja, okay. Aber das habe ich weggelassen. Aber im hohen Alter sollte man eigentlich ja wieder einen Deko da reinbauen. Der hat jetzt gerade einen neuen Kolben gekriegt, der Motor. Und die lässt sich echt schwer anziehen. Soll ich die Schraube denn rausnehmen? Nee, die kannst du festdrehen. Nur, dass sie nicht rausfällt. Bevor ich hier Benzin reinkippe, das stört mich immer noch. Ich muss das hier, das muss in einer Linie laufen. Mhm. Ich mache hier mal einen Kabelstrap rum. Vielleicht ist das ja die Lösung. Was meinst du? Können klappen. Schön kurz abschneiden. Und der ist ja so klein. Ja, das ist ein Mini. Oh, guck mal, wie gut das aussieht. Ja. So muss das. Doch, das kann man so lassen jetzt. Ich habe noch ein bisschen Lappen besorgt, Andi. Schön. Wenn du reingießt, nicht, dass das alles überpütschert. Oh ja, und der ist auch so voll, der Kanister hier. Kommt. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du den Tank ein bisschen runterdrücken kannst. Ja, das wollte ich ja machen. Weil du hast ja da, das ist ja Gummi gelagert, ne? Was nun denn? Hast du eine Unterlichtscheibe denn? Nee, ne? Doch, ich glaube, hier liegt noch was. Warte. Erstmal muss ich die Schraube auch noch anziehen. Hast du eine, Nils, eine Unterlichtschraube? Nee. Hol mal eine. Ja, ich such mal. Hast du die Scheibe schon drauf? Ja. Schnibbelt der? Nee. Jetzt kommt, weil ich jetzt diese Gummis da untergemacht habe, du. Oh, was war? Ich glaube, das ist jetzt. Hat geschnebelt. Ja, da musst du jetzt mir mal einen 13er geben. Ja. Könnte das was werden. Hier.
Hoffentlich geht das. Ja. Sauber. Sehr schön. Das reicht ja schon, oder Nils? Ja, so das ist jetzt nicht übertrieben fest, ist es nicht. Die aber muss auch noch angezogen werden. Die. Oh. Das ist aber 11. Da muss ich mal mit. Mit einer Nuss am besten, wa? Guck ich da so hin? Ja. Ups. Das Werkzeug noch mal wegräumen und dann machen wir die mal an, wa? Da bin ich ja mal gespannt. Das reicht so, lass mal. Brauch nicht ganz runter. So, Nils, das kommt ja jetzt drauf an, ob da jetzt Öl ankommt. Da kannst du ja, wenn die jetzt an ist, guckst du hier. Ja. Ob hier so Öl runterläuft. Ja, genau. Würde ich mal so sagen. Und ich guck. Du kannst das ja auch noch im Behälter nachschauen. Ja, oder hier fördern, guck, ne? Hier gucke ich auch. Den lasse ich auch erstmal ab. So, die müsste dir jetzt auch nicht auch anspringen, ne? Bisschen tippen. Zündung. Frühzündung, Spätzündung. Bloß Lappen. Oh. So viel? Ja. Problem gelöst. Das freut mich ja. Jetzt müssen wir das nur schön dicht machen. Sprang ja gut an. Ja, wirklich. Geil. Ich mach mal wieder hoch, Nils. Da kam ordentlich Öl, was? Ja, das fördert richtig gut. Toll. Da wollen wir jetzt mal gucken, dass wir den mal richtig abdichten auch gleich. Hier ist ja noch eine Scheibe und das hier. Guck mal, die Löcher, die habe ich auch ein bisschen größer gemacht. Puh, die sind ja neu gewesen, die Schrauben. Ah, alles klar, ich verstehe. Damit er besser durchfließt oder mehr. Da kommt einer davor und einer dahinter oder was? Ja, die kommt dahinter hier. Aha, warte mal, ich halte mal weg. So, dann kommt der und dann kommt der. So. Die Dichtung sitzt doch hinten richtig, ne? Ja. Also von hier sieht es zumindest so aus. Ja. Die darf man nie so festziehen, weil es so Hohlschrauben sind. Die sind so empfindlich. Reißen mal ab, sagst du? Ja. Muss man echt mit Gefühl machen. Sollen wir nochmal laufen lassen jetzt? Ja, müssen wir sehen, ob es dicht geworden ist. Mhm. Mach's nochmal runter. Ah, bist schon bei, wa? Ja, ich. Ne, kümmere mich. Das ist gut. Boah. Die haut immer zurück. Man muss die auf Spät hier stellen. Ein bisschen. Dann hat die nicht so einen Rückschlag. Ja, schon klar. Ist das Gas?
geil, Alter. Wahnsinn. Ist das nicht geil? Dass das noch läuft, ne? Wie so ein langes Bulldog. Ja, genau so. Ich finde den Auspuff jetzt übrigens auch gut. Also, den, ne? Ja. Also die Folge ist jetzt hiermit beendet. CSA, Flacheisen, läuft wieder. Oder ist sie jetzt wieder kaputt? Als wenn sie mit uns reden möchte. Ja. Wirklich. Schön. Auf jeden Fall haben wir das gut gemacht. Vielen Dank, Nils. Doch, wenn nicht. Hast du gut gemacht. Krieg ja gleich mal eine Gage, ne? Ja, kriegst ein Mandelhörnchen. Und einen Kaffee. Tschüss. Tschüss.